Okay, starten wir mal das Spiel, ne? Start? Alter, diese CD. Die ist so la. Ah, die ist Laufwerk. Ich glaube, ich muss irgendwie den PC woanders hinstellen. Irgendwie. Das ist zu laut. Egal. Heben wir mal kurz das Mikro ein bisschen an. Ich muss hier gerade sitzen. Ist ihr. Yes. Es hat voll geknackt. So. Landwirtschaftssimulator 2017 wird Ihnen präsentiert von Terra die Wurstfee. Hey. So, Start. Hey, hey, hey. Herzlich willkommen zurück hier beim... Hochala. Beim Landwirtschaftssimulator 2017 endlich geht es nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten, weiter. Vor allen Dingen ist mir heute auch aufgefallen, dass ich die letzte Folge überhaupt nicht hochgeladen habe, aus irgendeinem mysteriösen Grund auch immer. Ich habe sie auch noch nicht mal gerendert. Das muss ich heute nach der Aufnahmesession mal machen. Ja, es ist wahnsinnig viel Zeit vergangen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann guckt euch das letzte Infovideo an, was zu diesem Zeitpunkt erschienen ist. Das war irgendwann im Dezember oder so, wenn ich das gebracht habe. Dann werdet ihr herausfinden, warum und weshalb hier nichts mehr gekommen war. Und ich habe es auch bei Minecraft nochmal erzählt gehabt. Und das möchte ich gerne hier nicht noch einmal erzählen, weil wir möchten uns gerne auf den Landwirtschaftssimulator konzentrieren. Und ja, ich sehe hier schon, was ich beim letzten Mal alles geschafft habe. Und zwar, wir haben hier schon, naja, ich glaube, das ist der Anfangsgrubber, ne? Ja, natürlich ist das der Anfangsgrubber, aber immerhin haben wir hier die Mistgabel schon mal. Ich nenne sie jetzt einfach mal Mistgabel. Ui. Ich muss mal meinen Ton etwas leiser machen auf dem Ohr. So, ich hatte irgendwie was angekündigt und zwar, ach ja, ich wollte die Felder bestellen. Natürlich. Was ist denn das da? Was hat denn hier für ein Bauer gefuscht? Fusch! Ach so, da hinten. Ach, gucke mal an. Der sollte ja eigentlich noch weiterfahren. Helfer an. So, aussteigen. Dann fährt er mal. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe vom letzten Mal hier nicht weitergemacht. Weil ich wollte das jetzt gerne mal wieder so als Aufnahmestart, wollte ich das mit euch jetzt machen. F, so war's. Dann werden wir das jetzt mal runterlassen. Runterlassen. Achso, das war gar nicht V, das war eine andere Taste. Moment, ich bin vorne dran. Das heißt, ich muss G drücken. So, jetzt geht es. Hey, G. Mit G geht es. Haha. Nee. Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Und es wurde tatsächlich auch sehr vermisst, dass wir hier den Landwirtschaftssimulator gespielt haben. Und da muss ich Assaster einmal sagen, danke, dass du mich daran erinnert hast, dass wir das hier machen wollen. Und ich habe ja sowieso vor, in diesem Jahr etwas anders zu machen als zuvor. Und für diejenigen, die jetzt hier neu reinkommen sollten, ich muss euch sagen, es wird so sein, bei den ungeraden Wochen wird der Landwirtschaftssimulator erscheinen und bei den geraden Wochen Minecraft. Ich weiß nicht, wie lange ich den Landwirtschaftssimulator noch spielen werde. Aber wir werden auf jeden Fall ein wenig voranpreschen. Und irgendwann wird es dann heißen, hier tschüss, das war's. Aber bis dahin wird es auf jeden Fall noch sehr viel Zeit ins Land gehen. Und ich habe ja auch noch vor, ein Co-Projekt, wollte ich schon fast sagen. Ist ja eigentlich ein Koop. Ich möchte ja gerne noch mit irgendjemandem aus meiner... Upala, was mache ich denn hier? Aus meiner Reihe möchte ich ja gerne noch dazu holen. Da müssen wir mal schauen. Aber das werde ich dann irgendwann im Livestream irgendwie mal auslosen. Also ausloten, was weiß ich, wen ich da nehmen werde. Da werde ich das mal irgendwann erzählen. Aber hier jetzt noch nicht, weil ich mir selber noch gar nicht so sicher bin. Und ich habe in diesem Jahr jetzt sehr viel geplant. Und da müssen wir mal schauen, ob wir das auch so hinbekommen. Und jetzt, wo diese Folge hier erscheinen wird, ist meine dritte Woche? Ja, meine dritte Woche ist das tatsächlich dann schon in einem neuen Job. Was? Moment. Eins, zwei, doch, das ist die dritte Woche tatsächlich schon. Hey, hey, hey. Das Jahr hat gerade erst angefangen und du merkst eigentlich schon, wie die Tage ins Land gehen. Schön. Freut mich.
Ah, da hinten, da fährt immer noch der Flug hin und her. Ich habe mir das überlegt, weswegen ich das jetzt hier auch übrigens mache. Beim Landwirtschaftssimulator ist es ja immer ganz klar, dass man immer das Gleiche macht. Das heißt, man fährt übers Feld, man sät aus, man grubbert, man pflügt. Man macht ja eigentlich immer das Gleiche. Und deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten und wollte euch genauso quälen wie ich mich. Wobei, ich quäle mich eigentlich nicht. Wenn man das so lange nicht mehr gespielt hat, dann hat man da echt wieder Bock drauf, das mal zu machen. Und wir haben ja auch nicht lange gespielt, ne? Das war nur eine Aufnahmesession und dann habe ich das Spiel irgendwie in die Ecke gekracht, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich musste quasi. Das war das Problem, weil ich halt keine Zeit mehr hatte. Aber das hat sich jetzt hoffentlich erstmal erledigt mit dem keine Zeit mehr haben. Wobei ich kann's... Ich will mal meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil... jetzt, wo man sich so ein bisschen verselbstständigt hat, kann es sein, dass man dann doch auch wieder wenig Zeit hat. Mal gucken. Ich stelle mir das im Moment alles so leicht vor mit Aufnehmen und Arbeiten nebenbei. Es wird noch lustig. Es wird echt lustig. Naja. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie viel ich jetzt eigentlich quatschen werde. Ob ich die ganze Zeit ohne Punkt und Komma rede oder ob ich vielleicht auch mal meine Schnauze halte. Zur Abwechslung. Man weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall mal gucken auf die Uhr. Anderthalb Stunden werde ich wahrscheinlich aufnehmen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ob das auch klappt. Oh, Lohnzahlungen. 146 Euro haben wir verloren. Oh nein! 146 Euro, die uns fehlen. Egal. Ich wollte, glaube ich, sogar Waren verkaufen. Kann das sein? Warte mal, ich werde mal den... Habe ich überhaupt noch einen... Ja doch, ich habe noch den da hinten. Das heißt, ich werde jetzt mal eben den hier befehligen, dass er hier grubbert. Wie Helfer an. Oh, dann fahren wir ein bisschen. Oh, Zug. Mähdrescher, warte mal. Den könnten wir eigentlich mal in Position bringen. Weil ich glaube, wenn ich das so richtig weiß, haben wir doch da oben alles ausgesät, ne? Ja, haben wir tatsächlich. Habe ich das nicht sogar weitergespielt? Oder täusche ich mich jetzt? Helfer B hat die Arbeit erfolgreich beendet. Hey, super! Moment mal. Okay, das heißt wir... Oh, nee. Warte... So, Monsieur, Sie dürfen mal das Riesenfeld pflügen. Das wird Ihnen doch bestimmt sehr viel Spaß machen und sehr viel Spaß bereiten. Oh je, das wird auch noch mal ein halbes Vermögen kosten, das zu pflügen. Aber was mut dat mut, ne? So. Gif Gummi. Gut. Achso, das war mein Pickup. Hey, Zeit für ein Pickup. So, dann fahren wir den doch nochmal weg. Ich muss vor allen Dingen auch noch das Saatgut irgendwo herholen. Oh, rückwärts fahren ist eine schlechte Idee. Damit fahre ich viel zu lahm. Oh, ich kann ja noch normales Licht, hinteres Licht, vorderes, breites Licht. Was geht denn da an? Ah, da gehen noch oben die Scheinwerfer an. Das finde ich gut. Habe ich noch nie so ausprobiert. Parken wir erstmal wieder. Oh. So, der hier. Jetzt machen wir mal... Hoppala. Falsche Tasten. Ah! So. Escape musste ich drücken, ne? Ja, tatsächlich. So, was haben wir denn eigentlich noch so in unserem Silo? Das wollte ich ja mal sehen. Ah, hier Gerste. Und Weizen. Weizen wäre bei Marys Farm. Ne, hier oben. Goldcrest Pacific Grain. Wo ist das? Ich glaube, das wähle ich mal aus. Wir werden das Weizen nehmen oder werde ich was anderes wegfahren? Hier, gucke mal. Gerste kannst du bei Maplefield Mill, kannst du das gut hinbringen. Das heißt, wir könnten das mit dem Zug dahin karren. Oder aber, wenn wir mal richtig viel Geld machen möchten, können wir das auch hier, den Raps können wir auch mit dem Zug wegfahren.
Wäre ja mal eine Idee. Ich meine, wir sind das letzte Mal, glaube ich, auch schon Zug gefahren, aber wir haben den, glaube ich, nicht ganz vollgeballert, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen lange her. Aber was ich, glaube ich, vorschlage, wir fahren nach Goldcrest Pacific und bringen erstmal ein bisschen Weizen weg. Das ist, denke ich mal, der richtige Weg. Und vor allem, ich möchte mir ja auch einen anderen Anhänger kaufen. So, anhalten. Was muss ich denn drücken? R für befüllen. Weizen. So. Dann konnte ich, glaube ich, da hinten die Plane schließen. So. Wollen wir es mal realistisch machen und dann fahren wir mal zu dieser komischen Farm. Oh, mal sehen, ob ich da hinkomme. Wow. Konnte man eigentlich blinken? Ich weiß es gar nicht mehr. Huch. Wie muss ich denn fahren, damit ich da ohne große Umwege hinkomme? Okay, ich fahre genau in die falsche Richtung. Das heißt, hier rum bitte. Rum. Fahren wir mal wieder ein bisschen über die Karte. Ich muss auch noch Goldnuggets finden. Apropos Goldnuggets. Ach du heiliger Sch... Ja, die Hühner, die haben hier ihren Spaß. Das muss man schon mal sagen. Sie schlafen. Aber ich sammle einfach mal, wenn sie schlafen, die Eier weg. Dann... Oh, das Huhn ist wach. Guten Tag, Talkie Talk Talk. Huch. Liegen hier noch ein paar. Springen wir mal ein bisschen. Ich glaube... Ach, hier oben liegt noch ein Ei. Und dort liegt noch ein Ei. Und hier ist keins mehr. Ich habe mir übrigens... Mensch, das brummt ja da hinten. Ich habe mir übrigens auch überlegt, ob ich vielleicht mal die Facecam anmache, aber ich habe mich dann doch irgendwie anders umentschieden, dann habe ich sie doch wieder ausgelassen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, das bitte ich euch jetzt mal wirklich, ob ihr dieses Gesicht, diese Visage sie überhaupt sehen wollt. Nee, schreibt es mir einfach mal rein, ob ihr die Facecam gerne anhaben möchtet. Weil dann werde ich die irgendwo einblenden. Wobei, wenn ich die noch einblende, ne? Du hast ja hier... Ich bewege jetzt mal meinen Schädel. Du hast hier links eine Einblendung. Du hast rechts unten eine Einblendung. Und links unten eine Einblendung. Und sogar rechts oben noch. Nicht, dass das zu viel vom Bild wegnimmt. Oder ich packe die Cam einfach da oben rein, wo halt die ganzen Steuerungsbefehle sind. Weil euch stören sie nicht. Mich stören sie nicht. Beziehungsweise mich stört das ja nicht, wenn da eine Cam sitzt und ihr müsst die Steuerbefehle ja eigentlich nicht sehen. Mal so ganz blöd gedacht. Das wäre eine Idee. Wäre auf jeden Fall eine Idee. So. Brumm, brumm. Auf zur Farm. Old MacDonald had a farm. Ja, ja, jo. 31,1 Stunden können wir fahren. Sehr schön. Wow, Kurve. Und dann müssen wir da hoch. So, tok, tok. Anhalten. Anhalten. So, jetzt müssen wir irgendwie abkippen. Ach so, ich bin so lustig. Hinten. So, kippen. Wie war denn das jetzt wieder? Auskippen ist I. So, wir haben 4.000 eingenommen. Das ist schon fast an die 5.000 rangekommen. Finde ich sehr gut. Das heißt also, wir müssen nochmal so ein paar... Warte mal. P wie Pay. Kipper. 19.000. Das heißt, wenn wir jetzt noch... so eine Ladung reicht noch nicht. Aber guck dir mal an, hier passen 15.000 Liter rein, hier passen nur 8.000 rein. Also das wäre auf jeden Fall schon mal eine Steigerung. Und wir sollten vielleicht, ja, es ist jetzt so die Frage, was wollen wir als erstes verbessern? Wollen wir erstmal den Kipper verbessern? Oder wir kaufen uns vielleicht noch einen zweiten dazu, weil wir können den ja hinten auch nochmal dranhängen. Dann haben wir insgesamt 16.000 Einheiten, die wir transportieren können.
Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, ich glaube... Nehmen wir jetzt mal an, ich will den einen hier verkaufen. Nur mal angenommen, kriegen wir nochmal 2033. Ist jetzt nicht so berauschend viel. Wenn ich jetzt zwei von denen nehme, haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Und die kosten 400 Euro mehr. Das heißt, wir haben dann insgesamt eine Ausgabe auch schon fast von 19.000. Eigentlich macht es mehr Sinn, davon zwei zu nehmen, als einen davon. Damit können wir nämlich ganz schön viel transportieren. Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir brauchen natürlich Seemaschine. Da wollte ich auch mal gucken, weil wir haben ja im Moment noch dieses winzige Teil. Wenn wir jetzt... Upala. Wenn wir jetzt eine vernünftige haben, wollen die auch gleich schon grubbert. Oh, 52.000. Kann man Felder bestellen. Diese Seemaschine bietet zudem die Möglichkeit, die direkt Saat. Kein vorheriges Grubbern oder Pflügen nötig. Man muss es nicht unbedingt machen, aber es ist natürlich immer besser, wenn man pflügt und sät. Also pflügt, grubbert und danach dann erst sät, weil das dann einfach von der Bodenqualität besser ist und das dann mehr Ertrag gibt. Das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Es ist schwierig. Oh, dieses Ding ist natürlich hier. Müssen wir uns das leisten können, da müssen wir aber noch tausend Felder bestücken. Können hier, das wäre natürlich auch sowas, aber dafür brauche ich natürlich auch einen sehr kräftigen Traktor. Ja, ich glaube, wir machen das tatsächlich. Das heißt, wir verkaufen den einen Anhänger. Okay, da muss ich jetzt erstmal dahin fahren. Oh Gott, wo muss ich denn da nochmal hin? Unten auf die Oh, so weit weg. Egal, komm, ne Blumi. Licht. Huch, scheiße, ich habe die Aufnahme gerade beendet gehabt. Oho, für eine Nanosekunde. Warte mal. Klack, klack, klack. So, das reicht schon. Jetzt habt ihr mich gerade mitbekommen, wie ich mal kurz synchronisiert habe. Mist. Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, irgendwann ist immer mal das erste Mal. Dann müsste es jetzt mal kurzzeitig bei euch schwarz gewesen sein. Ich wollte den Knopf nicht drücken. Ich habe ihn aber gerade gedrückt, weil ich einfach doof bin. Weil ich gerade eine Taste suche. Ach, nee. Hey. Meine Plane flackert. Man konnte blinken. Ich bin mir da sogar hundertprozentig sicher. Ah, hier, das war der Knopf. Wow. Fahren wir erstmal das Schild um, das braucht eh keiner. Huch. So, Blinker wieder aus. Gerade aktuell ist, dass es bei mir draußen ganz schön schneit. Oh oh. Oh oh. Das hat hier die letzten Tage, ich kann das ja mal eben gerade erzählen, hat es so stark geschneit und mein neuer Arbeitsplatz ist quasi jetzt oben in den Bergen. Also oben im Harz irgendwo. Und da war es am Freitag, den 13. wohl bemerkt, eine Katastrophe zu fahren. Da waren die ganzen Straßen waren verstopft, weil da oben ist so viel Schnee gefallen. Ich habe mal gemessen, ich habe ein Lineal in Schnee gesteckt. Ich hatte da 48 cm Neuschnee gemessen. Das ist... Ja, im Gegensatz zu am Harz, also wenn man da unten ist irgendwo, wir hatten hier nur ungefähr, sagen wir mal so 5 bis 6 Zentimeter und dann kommst du da hoch, da sind da verschiedene Welten zwischen. Alter, das war krass.
wenn ich keinen Geländewagen gehabt hätte, sondern ich wäre mit meinem Hötschepötsche da hochgefahren, was ja erst kaputt gegangen ist leider. Mein Auto hat mich nämlich so verarscht. Ich fahre damit irgendwo hin, komme nach Hause. Ich habe nur irgendwann gemerkt, irgendwie dreht der Motor so komisch hoch, wenn ich richtig das Gaspedal trete, weil irgendwie das Gas nicht übermittelt wurde. Aus irgendeinem Grund. Das heißt also, ich habe immer nur einen aufheulenden Motor gehabt, auch wenn ich gerade mal 50 im vierten Gang gefahren bin. Das war etwas merkwürdig. Achso, ich muss den ja verkaufen. Das geht, glaube ich, doch, das geht auch so, ne? Krieg ich da mehr Geld für? Müssen wir mal testen. Ja. Nee, das war halt ein bisschen blöd. Und dann habe ich nur festgestellt, dass ich irgendwie so eine ganz feine Ölspulte mir hergezogen habe. Ich habe das nur gemerkt, weil dann war so schwarz war es im Schnee. Es hat getröppelt, ne? Aber als ich dann zum Stehen kam, wo ich den Motor quasi nicht belastet habe, da ist das Öl rausgelaufen wie so ein Wasserfall. Ich hatte so einen richtigen Fleck unter meinem Auto und dann mussten wir natürlich den ADAC am nächsten Tag rufen, weil damit wäre ich nirgendwo mehr hingekommen. So, das Fahrzeuggerät wurde verkauft. So, jetzt wollen wir mal den Anhänger kaufen. Es hat also nichts gebracht. Wir können den online kaufen, wie auch so. Farbe? Ach du Scheiße. Nee, wir lassen das mal bei Standard. Felgenfarbe? Wie sieht denn das in... Das sieht man gar nicht. Finde ich... Na egal, wir lassen das mal bei der Standardfarbe. Wir kaufen davon mal 2 Stück. Du hast nicht genügend Geld. Was? Mist. Das hat ein bisschen mehr gekostet. Verdammt. Shit happens. Dafür waren jetzt die Kosten von den Helfern zu teuer. Scheiße. Entschuldigung. Ich meine, verdammt. Egal. Dann haben wir erstmal einen Anhänger. Ist immerhin auch schon mal was Besseres. Ankuppeln. So. Haben wir immerhin mal einen Anhänger. Brauchen wir ja schließlich. Ich weiß, hier ist ein Stoppschild. Ich fahre trotzdem einfach so raus. Naja. Mein Auto jedenfalls putt. Das wird jetzt erstmal repariert. Da hat sich irgendwas im Motor aufgelöst. So eine Dichtung, die eigentlich nur alle Jubeljahre mal kaputt geht bei so einem Auto. Normalerweise gehen die nicht kaputt, diese Dichtungen. Aber das war halt das Problem. Und dann bin ich halt mit dem Geländewagen da hochgefahren. Ich habe quasi das Auto von meinen Eltern bekommen und durfte dann da hochfahren mit. Zum Glück hatte ich das Auto, ansonsten wäre ich stecken geblieben. So wie viele andere vor mir auch. Und ich bin da Straßen gefahren, weil die Hauptstraßen, ne, die waren verstopft. Es ist nämlich keiner mehr den Berg hochgekommen und ich musste so ganz merkwürdige Seitenstraßen fahren, die offiziell auch befahrbar sind. Und da wurde noch weniger geschoben. Da lag quasi der Schnee so, wie er runtergefallen ist. Und wenn ich kein Allrad gehabt hätte, ich glaube, das hätte Probleme gegeben. Da wäre ich auch stecken geblieben. Es war aber ganz lustig. Es ist schon interessant, dass ein Allrad eigentlich so gut fährt im Schnee. Auch wenn der Meter hoch ist. Na gut, Zentimeter hoch ist. Kommst du da trotz allem sehr gut durch. Hätte ich nicht gedacht. Also, Leute, kauft euch Allradfahrzeuge. Das kann euch im Winter echt erleichtern. Was ich immer nicht so ganz verstehe, das müsst ihr mir natürlich sagen, die Leute, die nicht aus den Bergen kommen, wenn wir hier mal so 10 cm Schnee haben, das ist für uns nichts Schlimmes. Weißt du, das bist ja gewohnt hier. Aber wenn ich dann so höre, es sind 10 cm auf der Autobahn und dass dann das blanke Chaos ausbricht. Ich kann das immer nicht so ganz nachvollziehen. Wir kommen sogar klar, wenn es, naja, 30 cm Schnee auf der Straße ist. Irgendwie. Oh, ich bin an dem Silo vorbei, ne? Ich bin ja schlau. Nee, das fand ich so ein bisschen drollig immer.